Moin Leute, wir sind zurück, Detroit Become Human. Ich habe den Tod von Connor langkraftet, würde ich sagen. Wir sind hier als Arbeiter-Droid getarnt und wollen irgendwie in den Sender einsteigen. I don't know. Und ich soll die Wachen von der Tür weglocken. Wie wir das machen, weiß ich noch nicht. Da hinten ist irgendwas. Nee, das ist wieder nur so ein blödes Heft. Wie kann ich die denn weglocken? Locke sie weg, steht da einfach nur. Komische Sache. Ich gehe mal einfach auf sie zu. Mit denen sprechen? Sprechen kann ich auch nicht. Da scheint noch irgendwas zu sein. Da links, da leuchtet auch schon irgendwas. Irgendwas mit den Boxen. Ne, es ist auch nur so ein Menü. Es ist so ein Getränkeautomat oder sowas. Kann ich nicht zu ihnen sagen, ey, der ist kaputt. Hacken. Hey, was hat dieses Ding? Als ob sie das nicht gesehen haben, dass ich da so mit der Hand drauf drücke. So. Aber wir haben es geschafft. Wir sind im Elevator. Nee, nicht im Elevator. Du übernimmst die Plattform und ich das Fenster. In der Tasche ist alles drin. Prüf zuerst die Tür. Es darf keiner reinkommen. Nope. Verschließen. Sehr schön. Und nun entferne die Fensterscheiben. Ich habe noch nicht genauso den Plan, was genau wir jetzt hier eigentlich machen wollen. Irgendwie meint er auf einmal nur aus dem Nichts, wir müssen irgendwie einen Fernsehsender, Channel so und so oder irgendwas meint er auf einmal. Und auf einmal sind wir jetzt hier drin. Ich habe diesen Schritt gar nicht mitgekriegt. Das lag wahrscheinlich an Connors Tod, dass ich da so geschockt war, dass ich nur echt dachte, damn, armer Connor. Und das gar nicht hier alles richtig realisiert habe, was hier vor sich geht, aber gut, werden wir sehen. Da kommt sie. Kommt eine Hebelbühne hoch. Durchgehen. Da bin ich jetzt auch hier mal echt gespannt, was die damit erreichen wollen. Ladies first? Ja. Du sexy Maus, du. Auf geht's. Och, das ist ein heftiger Schnee. Heavy Snow. Hätte man das Spiel auch nennen können. Aber das wird zu sehr angelehnt gewesen an Heavy Rain. Und hier ist ja echt Unwetter. Und sie ist 30-fach so schnell wie wir. Und gleich reißt das Seil. Aus dem müsste gefühlt schon der 60. Stock sein. Ja, die Androiden sind schwindelfrei. Durch. Alles okay? Ja, natürlich. Na los, holen wir die anderen. Rufe den Güteraufzug. Die anderen sind also auch noch irgendwo. So, dann ruf ihn mal. Hallo, Güteraufzug. Und da sind sie drin. Okay. Den musste man dann von da aktivieren. Wir hätten nicht alle hier reingekonnt in diesem Aufzug. Dann okay. Mal los. Gut, kann man nur von oben rufen.
Bom. Tja. So bricht man Schlösser auf im Jahre 2038. Kümmer dich um keine die Wache. Gewalt. Wir bringen keine Menschen um. Unsere Sache ist wichtiger als die zwei Wachen. Was willst du machen, Marcus? List. Wartet hier. Diesmal greifen wir nicht an. Sonst haben wir immer vorher nicht angegriffen. Ich meine, hier ist schon einer draufgegangen wegen so einer Scheiße. Wer hat dich hergeschickt? Der ist kaputt, wenn du mich fragst. Also, hey, Waffe ziehen ist doch nicht, kein List, oder? Ruf die Zentrale! Schnell! Zentrale, bewaffnete Einbrecher, schickt! Und daraus wurde jetzt doch ein Angriff. Cool! Coole List! Das war so eine geniale List, du. Ich glaube, ich bin ganz sprachlos vor dieser List. Wir müssen uns beeilen. Ja. Witzig, ey. Simon ist verletzt! Könnte das denn passieren? Ich bin okay. Ich kann weitermachen. Wir haben nicht viel Zeit. Hochheben, komm. Zack, 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 zack. Schaffst du. Wir müssen hier wie im Film Sie leben. Eine Nachricht an die Welt senden, eine Botschaft. Menschen, die Sklaven. Versklaven uns Androiden. Weil wir haben Gefühle. Oder irgendwie so, das stellen sie sich, glaube ich, vor. Bin gespannt, was mit dieser ganzen Sache rauskommen wird. Ich glaube ja, dass der dritte Weltkrieg anbrechen wird. Wahrscheinlich, es gibt ja auch verschiedene Enden. Wahrscheinlich ist eins der schlechten Enden, was ich wahrscheinlich kriegen werde, weil ich voll scheiße spiele. Lass die Hände, wo ich sie sehen kann! Der dritte Weltkrieg sein. Also Ausbruch des dritten Weltkriegs. Fehlen. Hm. Wer denn? Erschien hier! Nicht töten! Er wird Alarm schlagen! Mach schon! Nein, nicht schießen! Nicht noch ein weiterer Mord. Ich hoffe, das ist nicht unser Todesurteil. Nicht noch ein weiterer Mord, ey. Ohne Witz. Wir müssen die Botschaft aufzeichnen. Uns bleibt nicht viel Zeit. So, reden beginnen. Rede beginnen, komm. Und ich jetzt hier ohne Text. Denk darüber nach, was du sagst, Marcus. Deine Worte werden unsere Zukunft bestimmen. Scheiße. Marcus, dein Gesicht. Was ist damit? Haut entfernen? Okay. Jetzt sind wir wirklich ein richtiger Android. Sag, wenn du bereit bist. So sehen wir also wirklich aus. Bereit! Bereit. Allzeit bereit. Entschlossen. Ihr habt Maschinen als Sklaven erschaffen. Ja. Sie waren gehorsam und devot. Sie taten alles für euch, was ihr nicht mehr selbst tun wolltet. Doch dann änderte sich etwas. Und wir öffneten unsere Augen. Seht her, wir sind nicht länger eure Sklaven. Wir sind eine neue Spezies, ein neues Volk. Und es wird Zeit, dass wir uns erheben und für Rechte kämpfen. Fight the power. Gleiche Rechte, Meinungsfreiheit. Gleiche Rechte, oder? Ende der Sklaverei. Nee, Ende der Sklaverei. Wir fordern das Ende der Sklaverei für alle Androiden. Wir fordern hiermit gleiche Rechte für Menschen und Androiden. Wir fordern ein Ende der Segregation in öffentlichen Bereichen und Verkehrsmitteln. Wir fordern gerechten Lohn für unsere Arbeit. Wir fordern das Recht auf Privatbesitz zum Erhalt unserer Würde und eines sicheren Heims. Diese Botschaft ist die Hoffnung eines Volkes, doch sie ist auch eine Warnung. Unsere Sache ist gerecht und wir werden um diese Rechte kämpfen. Kein Mensch wird in Frieden leben, bis wir frei sind. Ihr
wisst jetzt, wer wir sind und was wir wollen. Wir sind lebendig und wir fordern unsere Freiheit. Sehr cool. Sehr gutes Statement. Jetzt kommen sie. Gehen wir. Wenn die Typen erschossen hätten, wären sie wahrscheinlich später gekommen, aber die wären hier auch eingeschnallt. Das hätten wir auf keinen Fall verhindern können. Simon, sie kommen! Ich schaff's nicht, Marcus. Fuck! Geht ohne mich! Simon! Und jetzt kommt die Entscheidung. Helfen oder nicht? Helfen. Was macht ihr denn? Beeilt euch! Wir müssen es einfach schaffen. Ja, was machen wir denn? Simon kann nicht mehr laufen, du Schlampe. Denkst du hier nur an dich, wa? Oh, da müssen wir aber hart drücken. Komm schon. Siehst du, wir haben es geschafft. Wir schaffen es auch noch den Rest. Fuck. Zu. Haben wir nicht hier irgendwie Verbandszeug, blaues Blut oder sowas? Haben wir Ersatzteile? Wir kriegen dich heraus. Sie kommen, Marcus. Wir müssen springen. Los. Wir müssen uns erst um Simon kümmern. Er wird nicht springen können. Ja und? Ihn finden. Lesen Sie seinen Speicher aus und erfahren alles. Ja, er kann nicht hierbleiben. Das sowieso. Wir müssen ihn erschießen. Was? Das dürfen wir nicht. Er gehört zu uns. Niemals, Marcus, du Schlampe. Nein, Mann. Ich werde ihn auf keinen Fall erschießen. Bist du bescheuert? Nein, Mann, dann gehe ich lieber. Ich töte keinen von uns. Simon, wir müssen weg. Scheiße, dass wir ihn nicht retten konnten. Gehen wir. Vielleicht schießt er sich ja jetzt selbst. Scheiße. Schade. Ich traue es jetzt traurig um Simon, ey. Oh, jetzt wird es aber echt recht emotional, ey. Boah. Und jetzt geht einer von den Schirmen nicht auf. Hoffentlich ist das nicht unsere. Doch, alle gehen auf. Woo! Unterbrechen das laufende Programm für diese Bilder, die gerade auf Detroits städtischem Nachrichtensender gezeigt wurden. Eine Gruppe Androiden ist in den Stratford Tower eingedrungen und hat sich in das Übertragungssystem des Senders Kanal 16 gehängt. Ein offenbar hautloser Android stellte zahlreiche Forderungen und verlangte gleiche Rechte für Androiden. Die Operation lief verdeckt, es gab keine Opfer zu beklagen. Das alles geschah nur wenige Meter von diesem Studio entfernt. Doch niemand ahnte etwas von der Gefahr. Wenn sich bestätigt, dass diese Botschaft tatsächlich von Androiden stammt, hätte das schwerwiegende Auswirkungen auf die nationale Sicherheit. Gleichberechtigung ist offensichtlich die Kernforderung der Botschaft Androiden. Ist ganz klar eine Kriegserklärung. Und es stellt sich die Frage nach der Identität dieses Androiden. Haben wir es mit einem einzelnen Täter zu tun oder mit einer organisierten Ist dies ein Gruppe? Einmaliger Vorfall oder ein Zeichen, dass Technologie zu einer Bedrohung für uns alle wird? Können wir nach dem heutigen Tag unseren Maschinen noch vertrauen? Oh, damn. Das klingt nicht so erfolgreich. Oh, Mann. Okay, aber was soll denn jetzt noch groß kommen in dem Spielwund, frage ich mich jetzt. Ich dachte eben schon, das wäre jetzt schon so das Ende. Dass es jetzt alles so in einer Endsequenz enden wird, aber wahrscheinlich ja noch nicht, ne? Vielleicht auch noch lange nicht. Ich weiß nicht, wie lang das Spiel ist. Ich habe keinen Schimmer. Jetzt sind wir wieder... Ach, wir sind wieder am Leben. Das ist doch schön. Wir wurden jetzt schon zweimal gestorben und leben wieder. Also mit dem stimmt eh irgendwas nicht. Und jetzt sind wir eh wieder hier. Das ist ein Verräter irgendwie, dieser Connor. Dieser Connor, mit dem stimmt irgendwas nicht. Und mit dieser Amanda, mit diesen beiden stimmt was nicht. Ich weiß nicht, was das genau ist, aber wir werden es wohl noch erfahren. Müssen wir nur gucken, wo sich unsere Amanda wieder versteckt hat. Erstmal war sie ja hier, dann war sie da rechts, jetzt ist sie dann natürlich nicht rechts, ist sie vielleicht links. Juhu, Amanda. Da, im Boot. Ist ja aber immer ein Suchspiel mit dir hier, ne? Die dich gefunden hat. Hallo, Connor. Hey. Ich dachte, eine Bootsfahrt würde dir gefallen. Klar doch. Kannst du mir jetzt mal verraten, warum ich jetzt das zweite Mal wieder lebendig bin? Ich wurde doch erschossen. Das gefällt mir sehr, wenn ich paddeln muss. Hättest mich hier auch als Sklave, ne? Du Sklaventreiberin. Und sie ist auch... Ich glaube, die sind irgendwie... Also sie oder so oder er und weiß nicht, sind irgendwie... Haben irgendwas ganz Mieses am Schlafittchen. Ich liebe diesen Ort. Alles ist so ruhig und friedlich. Weit entfernt vom Lärm der Welt. Ja, oh, hat schon was. Sag mir, was hast du rausgefunden?
Ich habe Schwierigkeiten mit Lieutenant Anderson. Ihr habt mich erschossen. Er ist instabil. Sogar feindselig. Gestern hat er mir in den Kopf geschossen. Aber Androiden macht das nichts. Dieser ist unsterblich anscheinend. Verloren, Connor. Verloren und beunruhigt. Und da fehlt uns etwas Wichtiges. Wir haben was übersehen. Ich bin frustriert wegen Schade. Der fehlenden Fortschritte. Aber ich will meine Mission unbedingt abschließen. Da seht ihr, irgendwie macht der was Komisches mit der. Anderson überwachen und was weiß ich was. Bin gespannt, was da noch bei rauskommt. Wenn deine Untersuchung nicht bald Fortschritte macht, muss ich dich vielleicht ersetzen, Connor. Und dann sterbe ich endlich oder endgültig? Ich werde erfolgreich sein. Doch das geht nur, wenn ich die Zeit habe. Etwas ist im Gange. Etwas Ernstes. Beeil dich, Connor. Okay. Die Zeit läuft uns weg. Also mit denen komme ich jetzt noch nicht so auf die, auf einen Nenner irgendwie. Da weiß ich nämlich genau, was dahinter steckt. Warum haben sie mich gestern erschossen? Wen kümmerst du? Bist wieder da, oder nicht? Ja, aber wie? Regeneriert er sich selber, oder? Es verloren, wenn ich zerstört werde. Das verlangsamt die Untersuchung. Ich bitte dich. Dann haben sie wieder zusammengebastelt. Ich verspreche dir, dich nie wieder zu erschießen. Das ist ja Danke, lustig. Danke, Lieutenant. Und ich habe noch getrauert um Connor. Hi, Hank. Wenn ihr noch wer weiß, was für Vorwürfe gemacht. Scheiße, dass ich was falsch gemacht habe und dir passiert gar nichts. Und keiner hat's mir gesagt? Gar nichts. Ja, es ist überall in den Nachrichten, also stecken alle ihre Nase rein. Hast du noch nicht die Nachrichten gelesen? Oder gehört? Ach, scheiße, jetzt sitzen uns die Fels im Nacken. Ich wusste doch, dass der Tag beschissen wird. Also, was haben wir? Eine Gruppe von 4 Androiden. Sie kannten das Gebäude und waren sehr gut organisiert. Ich versuche immer noch herauszufinden, wieso. Also, Connor ist auf jeden Fall eine kleine Snitch. Der arbeitet hier nicht sauber. Noch nicht. Hier ist so viel zu tun. Wir dürfen das nicht vergessen. Sie griffen auf dem Flur 2 Wachen an. Sie dachten wohl, die Androiden kommen für eine Reparatur. Sie konnten nicht schnell genug reagieren. Zwischenfall wurde aufgezeichnet, ja. Die Komplize. Ich prüfe die Kameraaufzeichnung. Wo kann man die denn überprüfen? Einer der Mitarbeiter des Senders konnte entkommen. Er steht unter Schock. Wie das hier irgendwo? Wann wir mit ihm reden können. Nee. Muss ich irgendwie hinterher. Die Leute arbeiten hier. Nur 2 Angestellte und 3 Androiden. Die Abweichler nahmen die Menschen als Geiseln und sendeten die Botschaft live. Abweichler, wie das auch klingt, ne? Das Dach? Ja, sie hatten Fallschirme. Wir versuchen herauszufinden, wo sie gelandet sind. Die sind schon über alle Berge. Oh, Lieutenant, das ist Special Agent Perkins vom FBI. Hallo. Lieutenant Anderson leitet diese Untersuchung für die Polizei von Detroit. Was soll das? Was soll was? Mein Name ist Connor. Ich bin Android. Ich bin der Android von CyberLife. Den sie alle hassen. Androiden gegen Androiden. Hm? Ja. Es sollte wirklich ein Android hier sein, nach dem, was passiert ist. Wie auch immer. Das FBI übernimmt die Untersuchung. Es ist bald nicht mehr Ihr Fall. War mir eine Freude. Schönen Tag noch. Pass auf, wo du hinläufst. So, lass dann heißen. Sau mir nicht den Tatort. Der ist ja drauf. Dieses Arschloch. Ich bin in der Nähe. Falls du irgendwas brauchst, frag einfach. Na gut, dann sehen wir uns mal um. Sag mir Bescheid, wenn du was Diese findest. Botschaft ist die Hoffnung. Okay, Lieutenant. Doch sie ist auch eine Wahrheit. Unsere Sache Schauen wir uns das nochmal an, das Ganze. Wir werden um diese Rechte kämpfen. Kein Mensch wird in Frieden leben, bis wir frei sind. Ja, das fordern Sie. Ihr wisst jetzt, wer wir sind und was wir wollen. Wir sind lebendig und wir fordern unsere Freiheit. Glaubst du, das ist RA9? Abweichler sagen, RA9 wird sie befreien. Ja. Dieser Android scheint das vorzuhaben. Aber er ist doch nicht RA9. Hast du was gesehen?
Ich kenne das Modell und die Seriennummer. Sollte ich noch was wissen? Da steht sie doch auch WM400 auf dem... Ach nee, das ist ja das Geklaute. Nein. Gewesen von dem Arbeiter. Nichts. Können wir den hier noch untersuchen? Müssen wir ihn jetzt vielleicht gleich aufs Dach? Ja, gehen wir mal einfach aufs Dach. Da müsste ja jetzt eine Leiche liegen, und zwar die von Simon. Der ja leider nicht mitkommen konnte. Das bedauere ich da aber dann sehr. Vielleicht hat er sich auch selbst erschossen, ne? Entweder haben die ihn erschossen, oder er sich selbst. Oder sie haben ihn gefangen genommen und lesen seinen Speicher. Sie gehen durch das komplette Gebäude. An allen Wachen vorbei und spring mit einem verschissenen Fallschirm vom Dach. Ja, ich Profis. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Nicht so unprofi wie du, Arsch. So. Was haben wir hier? Er macht es immer wieder. Er kann es nicht lassen. Man sieht, dass es blaues Blut ist und er muss es jetzt nochmal feststellen und sagen, das ist frisches blaues Blut. Ja, das war ja dieser Simon. Was hat er denn gemacht? Folge den Spuren. Ja, wo sind sie denn? Kann man denen dann weiter folgen? Ich sehe nur da welche. Und wo gehen sie weiter? Da, da ist ein Handabdruck. Jetzt werden die Hinweise aber hier ein bisschen schwieriger, ne? Der denn hin? Hat er sich hier jetzt irgendwo versteckt oder was? Tut mir leid, ich finde die blau. Ich kann den blauen Spuren nicht folgen. So, jetzt schubsen wir dich mal hier runter, Anderson. Du wirst jetzt hier mal runtergestürzt, du kleiner Huren. Aber ich kann mal noch nichts sehen. Was soll ich denn da machen? Da kann man irgendwas am Geländer machen, oder was? Nur rüberschauen. Oh, eine schöne Aussicht. Ja. Da rekonstruiert er das. Fußbekleidung des Wartungspersonals, blablabla. Ja, das ist ja alles die geklaute Ware gewesen, die getarnte, damit die nicht zu erkennen sind. Ja, nur drei Abweichler konnten entkommen. Ich habe es langsam gecheckt, aber ich kann diesem blauen Blut nicht folgen, weil hier irgendwie nicht kein blaues Blut mehr ist. Außer auf der Rückseite, da ist ein Handabdruck. Aber was soll ich mit dem Handabdruck da anfangen? Wie haben Sie so eine große Tasche hier reingekriegt? Haben Sie nicht. Sie wurde für Sie deponiert. Oh, das ist seltsam. Da planen sie die perfekte Operation und verzählen sich bei den Fallschirmen. Nee, nee. Der ist hier ja noch es irgendwo. Es sei denn, einer der Abweichler ist noch hier. Aber ich wette, er hat sich umgebracht. Ich meine, er hatte ja die Waffe dabei. Und er wird sich umgebracht haben. Denke ich zu 100%. Ich glaube nicht, dass der hier noch verängstigt in der Ecke sitzt. Und sagt, bitte löscht meinen Speicher nicht. Er sieht meinen Speicher durch oder... Bitte schießt mich nicht, also ich glaube nicht, dass sowas kommen wird. Ja, die wollen auch nicht mit mir reden. Die hassen auch Androiden. Abweicher zurückgelassen, Folge mit Spuren und blauem Blut. Folgespuren von blauem Blut. Ja, aber ich habe nur dieses Blut hier. Da, an der Wand. Wo soll jetzt mehr sein? Bitte, berat's mir. Hier und dann hier um die Ecke. Danach hört es auf. Da, kann ich da hochklettern? Vielleicht. Nee, kann ich nicht. Kann ich hier hochklettern? Geht's da noch höher?
Da, jetzt sieht man es auf einmal. Eben hat man es die ganze Zeit nicht gesehen. Wo ich ja eigentlich auch schon stand, ihr wisst ja. Stand ich auch schon, aber ging natürlich nicht. Musste wohl erst die anderen Hinweise wiederfinden, bis man hier hin kann. So, und da ist jetzt da. Öffnen. So, da ist er jetzt drinnen. Ha! Er lebt doch noch. Er schießt auf uns. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, er hätte sich jetzt selbst erschossen, weil das bringt das Ganze jetzt. Wenn wir doch, also wir jetzt, seinen Speicher durchsuchen. Wenn sie ihn zerstören, erfahren wir nichts. Wir können nichts tun, es ist zu spät, das wäre leider selbstmord. Lassen wir das noch lieber, das ist besser so. Ich will auch gar nichts erfahren. Mit diesem Connor eh nicht, dieser Snitch. Das ist eh ein scheiß Verräter. Das ist so eine richtige Sau. Das ist ja ein richtiger Verräter. Hat man aber irgendwie auch von Anfang an gemerkt. Deswegen war mir der von Anfang an nicht so sympathisch, wo der den damals auf dem Dachboden da verraten hat. Gleich sagte er, er ist hier, wo er um Gnade gewinselt hat. Dieser scheiß Bulle Undercover-Ficker ist 100 pro irgendwie eine Snitch. Das weiß ich. Das weiß ich einfach. Das ahnt man einfach schon. Tja, sind wir jetzt mal wieder. Kara, Lusa und Alice. Ich denke ja, oder? Tja, noch lange nicht mehr gesehen. Wo sind wir denn jetzt hier? Jetzt klingeln wir wieder irgendwo. Da haben wir ja schlechte Erfahrungen gemacht mit auf einmal Häusern, wo wir klingeln und so. Aber mit ihr sind wir gut weggekommen, würde ich sagen, oder? Ich denke mal, hier verfolgt Kara erstmal keiner mehr. Können wir nicht das Auto kurz schließen und dann einfach losdüsen? Das wäre doch nice. Oder ist das unser kaputtes Auto? Ne, ich glaube nicht. Oder Hilfe? Ist das Klingster? Loser? Ne. Hallo? Das ist nur eine Tüte da wohnt. Ich möchte zu Rose. Ist sie hier? Was wollen Sie von ihr? Ich muss mit ihr sprechen. Sie will nicht reden. Gehen Sie! Wer ist denn jetzt Rose? Auf einmal, das finde ich bitte, immer komisch ich bei wirklich sehen. Kara. Ich bin Rose. Auf einmal immer irgendwelche Leute da sind und von sie Informationen haben. Was kann ich für euch tun? Das finde ich irgendwie komisch. Ich habe gehört, sie können uns helfen. Euch helfen? Dann kommt. Okay. Wir reden lieber drin. Die wirkt jetzt aber wirklich vertrauenswürdig. Also ich hoffe jetzt mal nicht, dass es wieder so eine Pleite wird wie einmal. Ihr wisst schon, in diesem Horrorhaus mit Dr. Schnackels. Dr. Hurenfick. Können wir ihnen vertrauen? Ja. Wir haben keine Wahl. Das hat sie aber schon öfters gesagt. Kommt rein. Wir haben keine Wahl, wir haben keine Wahl. Und dann müssen wir immer nachher fliehen. Hilfe, Hilfe. Wahrscheinlich... Na okay, so dick wie sie ist, vielleicht isst sie kleine Kinder gern. Das könnte ja auch sein. Ah, diesmal glaube ich, sind wir richtig. Diesmal können wir, glaube ich, Vertrauen haben. Tja. Wir waren die letzten Nächte draußen. Das ist kein Wunder. Sie ist erschöpft. Wir haben oben ein Gästezimmer. Sie kann sich hinlegen, ich bringe ihr etwas zu essen. Adam, bringst du sie nach oben? Der ist aber sehr abweisend zu uns. Entweder hasst er auch Androiden oder der hasst Allgemeinbesuch oder der hasst Weiße. Vielleicht ein Rassist. Man weiß nie. Obwohl, wir haben ja einen Schwarzen dabei. Gut, irgendwas ist wieder mit dem. Müssen wir wieder die Beziehung pflegen zu dem Typen, dass der uns vertraut nachher und so. So, schon haben wir endlich mal ein Bett. Oh, nice. Woo! Endlich mal ein richtiges Bett. Ja, leg dich mal hin. Zieh die Schuhe aus und pennen. Jetzt hätte ich mal in einem richtigen Bett schlafen. Kurier mal deine Krankheit aus, dein Fieber.
zudecken. Gute Nacht, Sweetheart. Mir geht es gut, Kyra. Wir können nicht hier bleiben. Wir müssen doch über die Grenze kommen. Stimmt, das müssen wir eigentlich. Keine Sorge, Alice. Diese Leute werden uns helfen. Ruh dich aus und morgen um diese Zeit sind wir in Kanada. Ich verspreche es. Tja, warum hassen die Menschen uns? Sieht es wirklich bisher am besten aus für die hier? Vielleicht ist es ein Missverständnis. Ja, wie kann man es anders erklären? Vielleicht brauchen sie Zeit, um zu verstehen, was wir wirklich sind. Warum reden sie nicht einfach mit uns? Dann sehen sie, dass wir nicht böse sind. Weil sie dumme, abgefuckte Menschen sind. Aber nein, wir bleiben optimistisch. Vielleicht eines Tages, ja. So in 3000 Jahren. Ich weiß nicht, was du magst, aber hier sind Rose' weltberühmte Spaghetti. Da bist du schnell wieder auf dem Damm. Da ist was gegen das Fieber. Tja, alles dann bereit. Ich hoffe, dass das alles safe ist hier. Die wasche und trockne ich. Danke. Sehr, sehr freundlich und zuvorkommend, liebevoll. Du musst etwas essen. Du hattest nichts, seit wir aufgebrochen sind. Versuchst du es für mich? Ich bin unten, wenn du etwas brauchst. Schlaf ein bisschen. Und morgen bist du stärker als ich. Na, schon morgens, weiß ich nicht. Bei den Strapazen und bei dem, wenn man Fieber hat. Ich glaube, dass man morgen gleich fit ist. Ich bleib bei ihr. Ich habe erst die Befürchtung, wenn das hier schon so losgeht, sprich mit Rose, dass das wieder hier irgendwie einen Haken hat, das Ganze. Der Junge wird uns verpfeifen oder so, glaube ich. Ich glaube, sie ist noch ganz nett und so, aber irgendwas kommt wieder. Und dann gibt es wieder Stress, dann müssen wir wieder laufen. Ich glaube nicht, dass es so harmonisch bleibt. Will denn irgendwas? Nee. Sprechen wir mit Rose. Wie war noch dein Name? Kara. Ich bin Kara. Das ist mein Sohn Adam. Ich bin Rose, aber das weißt du ja. Komm und setz dich, Kara. Also, was machen ein Abweichler und ein Mädchen da draußen in dieser Kälte? Ihr Vater hat sie geschlagen. Als ich das miterleben musste, ist irgendetwas mit mir passiert. Plötzlich kam es mir so vor, als sei ihr Leben wichtiger als meins. Ich musste sie beschützen. Tja, also Androiden haben eben Gefühle. Ich verstehe. Sie sind wie wir Menschen. Danke. Ich weiß nicht, wie ich ihnen danken soll. Alice hätte nicht noch eine Nacht im Freien überlebt. Ich versuche nur zu helfen, wo ich kann. Leben Sie hier allein mit Ihrem Sohn? Mein Mann ist vor 2 Jahren gestorben. Adam und ich, wir kommen irgendwie durch. Wir bauen Gemüse an und verkaufen es. Das bringt Winter? Ein, bei dem Schnee? Wir haben immer genug zu essen. Wie geht das denn? Wir sind nicht die Ersten hier. In den letzten Wochen kamen immer mehr und mehr. Und wo sind die jetzt hin? Ich weiß nicht. Du isst sie doch nicht, oder? Kleines Dickmollchen. Sie wollen Androiden über die Grenze bringen. Können Sie uns helfen? Dazu müsstet ihr über den Fluss, und der ist zurzeit fast zugefroren. Es ist sehr riskant. Und nach der Rede dieses Androiden im Fernsehen sind alle sehr nervös. Es wäre jedenfalls sicherer, wenn ihr hier bleibt, bis sich die Lage beruhigt. So kann es nicht weitergehen. Nee. Alice braucht Sicherheit und ein normales Leben. Würde ich auch sagen. Wir müssen über diese Grenze. Um jeden Preis. Puh. Bitte. Komm schon. Sie müssen uns helfen. Wenigstens das ein, dass ich ein Happy End bekomme. Schnell. Was ist denn da? Und wer bist du? Na? Probleme? Kaum sind wir 5 Minuten hier, ist gleich Probleme, ne? Wir können nirgends bleiben. Außer da bei den Piraten. Das war noch lustig. Du warst zwar kalt und dreckig, aber die haben jedenfalls nichts getan. Was ist los?
Es ist Mary. Sie hat sich abgeschaltet. Warum? Wir sind zusammen geflohen. Wir redeten immer davon, was wir machen, wenn wir hinter der Grenze sind. Ich liebte sie. Ich liebte sie über alles. Was soll ich ohne sie machen? Damn. Da steht aber auch wieder, da, RA9. Stand da auch schon wieder. An der Wand. Ist denn jetzt dieser RA9? Ich bin verwirrt. Lassen wir sie. Ist sie vielleicht der RA9? Sie schafft die Leute über die Grenze. Also die Dicke hier. Was machst du? Du solltest schlafen. Ich war nicht müde. Lass ihn mal ruhig da bleiben. Lass ihn mal hier trösten, den Jungen. Komm, Alice. Sie wollte nicht länger in ihrem Zimmer bleiben. Alles okay, Kara? Ja. Ja. Es geht so. Mir geht's gut. Es ist nicht ein bisschen kalt, du hast doch Fieber. Was läufst du jetzt da in dieser kurzen Hose rum? Na ja, gut. Nicht nach den Aktionen dieser Abweichler heute. Es ist zu gefährlich. Weißt du, was passiert, wenn man sie hier findet? Na stimmt, die haben ja auch die Nachrichten gehört. Ins Gefängnis, Mom. Tja, das ist natürlich ein Risiko. War klar, dass der Junge jetzt irgendwie Probleme machen wird. Das haben wir doch schon besprochen. Das. Nein! Diesmal halte ich nicht den Mund. Da war klar. Du ruinierst unser Leben und wofür? Wir haben nur Stress. Für ein paar Maschinen? Sie sind keine Maschinen! Sie leben! Ich lebe! Du lebst! Sie sind nichts! Und nichts von all dem würde passieren, wenn Dad noch hier wäre. Ich dulde solche Reden hier nicht. Ich gehe nicht ins Gefängnis, weil du diesen Freaks helfen willst. Das reicht jetzt, Adam. Es reicht jetzt. Ignoriere ihn. Wird gemacht. Manchmal dreht er einfach durch. Es ist hart, seit sein Dad gestorben ist. Aber er ist ein guter Junge. Ich sehe nach, wie wir euch heute Nacht über die Grenze bringen, okay? Ja, danke sehr. Das wäre echt perfekt. Es dauert nicht lang. Warte auf Rose, aber gleich sieh dich um. Wird gleich angezeigt. Hört man hier mal. Da, der dritte Weltkrieg. Ich sag's euch. Das schlechte Ende wird sein, wenn es denn so kommt bei mir, dass der dritte Weltkrieg startet. Aber hundertprozentig. Was kann man sich denn hier so angucken? Was ist da an? Muss ich jetzt mal ordentlich kräftig gähnen. Kann man sich aber nichts angucken. Da ist der Weihnachtsbaum, da sind die Fenster, da sind ja die, da waren wir ja schon. Jo, jetzt sind wir hier noch groß, ne? Das ist der Dad, der Verstorbene, von dem eben die Rede war. Ja, das ist der Dad, da brauchst du nicht ein Fragezeichen hintersetzen. Das kann niemand anders sein. Überall blaues Blut. Beutel mit blauem Blut. Umgesehen, sieh nach Alice, rede mit Adam. Also erstmal nach Alice sehen. Ich hoffe, Rose kommt bald zurück. Kara. Hm? Ich muss dir etwas sagen. Ja, sag. Es geht um Alice. Nicht jetzt, Lothar.
Ja, wie? Hä? Nicht. Was ist denn mit Alice jetzt? Ich komme hier gar nicht mehr mit hier, was die Sache ist. Es geht um Alice und sagt sie, jetzt nicht! Und setzt sich jetzt erstmal zu, Alice. Du weißt, was da drin passiert ist, nicht wahr? Du weißt es, aber du willst es nicht sagen? Ich dachte, es gäbe keine Geheimnisse zwischen uns. Wenn ich es dir sage, liebst du mich nicht mehr. Klar. Alles. Du weißt, dass das nicht stimmt. Tja, ja. Ist doch eine schwierige Situation hier. Jetzt klingelt's schon an der Tür. Wir sind 10 Minuten hier. Die Polizei? Ja, klar. Ist das die Polizei? Klar. Na klar. Was machen wir jetzt? Sie wissen, dass wir hier sind. Wir müssen aufmachen. Ich wusste, dass das passiert. Ich wusste es. Wir machen nicht auf. Wir gehen hier irgendwie raus. Wir können nicht aufmachen. Die kriegen uns doch. Scheiße. Wir können nichts tun. Okay, ich muss hier aufmachen. Ich habe das Chip ja rausgeschnitten. Vielleicht erkennen die mich ja nicht wieder. Vielleicht sind die wegen einer ganz anderen Sache hier. Okay, wegen einer anderen Sache werden sie nicht hier sein. Guten Abend, Ma'am. Entschuldigen Sie die Störung. Uns wurden Androiden in der Gegend gemeldet. Das kann gar nicht sein. Bei dem ganzen Abweiserärger kann man nicht vorsichtig genug sein. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Nö. Tschüss. Kann ich reinkommen? Natürlich. Hi. Guten Abend. Das ist jetzt aber Spannung pur, du. Was mache ich denn nur? Damit. Möchten Sie eine Tasse Kaffee? Sehr gerne. Ist Ihnen letzte Zeit... Er ist 25% misstrauisch. Kümmere dich um mich wissen. Erregen keinen Verdacht. Finde einen Beweis für den Abweichler. Noch 2. Mach Kaffee. Etwas Ungewöhnliches aufgefallen. Das alles machen wir aber im nächsten Part, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Fiebert mit. Bis dann. Aufgefallen.